Da bellt der Hund. Aber wir haben alles rausgefunden, was wir jemals über Pferde wissen wollten und mehr. Zumindest in Kingdom Come. So, jetzt wird erstmal das Pferd gekauft. Ich möchte ein Pferd kaufen. Das freut mich. Hast du dich umgesehen? Ich habe mich umgesehen. Ja. Ja. Hast du dich für Ich habe mich für eins entschieden. In dem Burak. Ein. Bestimmt gibst du. So, wir können noch 2 Pfennig sparen. Und wir feilschen natürlich ein bisschen. So, also am Ende würde ich ungefähr um die 1800 bezahlen. Mal 1,6 bieten. Sind wir uns einig? Gleich 1. Mehr. Da wird sie gleich ein bisschen böse. Ist das genug? Nur ein wenig mehr. Ja, ist ein bisschen. So, 10 weniger. Abgemacht. 1900, habe ich nicht letztes Mal weniger bezahlt? Ich glaube ja. Egal, so ist es halt manchmal. So. Edle Hufeisen haben wir. 51 ran. Gewöhnliches Zaumzeug. Wir brauchen auf jeden Fall einen besseren Sattel für die Tragekapazität. Mit dem Zaumzeug für mehr Kontrolle. Ich habe nicht das Gefühl, dass man wenig Kontrolle hat. Auch gerade mit den silbernen Sporen. Aber das gucken wir uns mal kurz an. Silberne Sporen habe ich schon. Brauche ich jetzt nicht. Das sind schon die zweitbesten. Noch die goldenen. Ansonsten sind das schon mit die besten. Beim Zaumzeug habe ich das gewöhnliche, dann gibt es noch edles und Ritterzaumzeug, was ganz schön teuer ist und das verbessert irgendwie die Kontrolle. Es gibt irgendwie keinen richtigen Wert dafür. Ich sehe den auch nicht. Wahrscheinlich wie schnell das irgendwie scheut und solche Sachen. Da habe ich noch gar keine Probleme gehabt. Deswegen lasse ich das. Ich habe Zaumzeug und ich habe Hufeisen, die edlen. Schlacht auf Hufeisen kosten. Haltbarkeit 60, 50, ist aber auch entsprechend teuer. Nö, muss nicht sein, ich kaufe nur noch einen Sattel. Und es gibt einen feinen und den edlen Sattel. Und der edle Sattel lohnt sich schon ziemlich, weil er die Kapazität so raufsetzt. Das heißt, ich kaufe mir eigentlich nur den edlen Sattel. Da kann ich so viel ins Pferd packen, das ist ja der Wahnsinn. Ja, Zaumzeug brauche ich nicht, Hufeisen habe ich, Schabracken haben wir alle anprobiert in der letzten Folge. Das ist, hat mir keiner so wirklich gefallen. Silbersporen habe ich schon, Edelhufeisen habe ich, das passt. Dann kaufen wir halt einfach nur einmal den edlen Sattel. Da sollte er ganz zufrieden sein. Ups, nicht zweimal. Und das auch nicht. So. Weil das ist ordentlich Geld, was ich hier lasse. Lass uns über den Preis sprechen. Warum nicht? Wie wäre es, wenn ich nur 1220 bezahle? Ist das genug? Ein schlechtes Angebot. Finde ich jetzt nicht. Wie wäre es mit 1280? Sind wir uns einig? Komm schon, ein bisschen mehr und wir sind im Geschäft. 1310. Ja, bei dem Betrag kommen wir zusammen. Ganz schön teuer, der Edelsattel aber. Der sieht aber auch gut aus. Das Grün passt tatsächlich einigermaßen. So. Edler Sattel. Gewöhnlich ist das auch schon völlig hinüber. Dann kann ich ihn gleich mal verkaufen. Und das gewöhnliche Zaumzeug anlegen. Man wird ein bisschen langsamer mit dem Sattel, aber nur 2. Und die Tragekapazität ist halt der Wahnsinn. Eigentlich muss man beim Pferd, ist es eigentlich fast wurscht, die Tragekapazität, weil man dem den Sattel auflegt. Und dann ist es eigentlich egal, wie schnell es ist. Eigentlich ist umgekehrt, die Kapazität ist wurscht. Man muss eigentlich nur gucken, dass es schnell ist, weil das kann man, das bringt irgendwie mehr. Und die Kapazität prozentual ist eigentlich kaum ein Unterschied. Wurscht. Ich kann jetzt das ganze Pferd vollladen. Das ist so geil. Und die Ausdauer, das hat der Wahnsinn. Das brauche ich doch nie. Bin total überladen. Jetzt verkaufen wir der Dame noch eben meinen Sattel. Den alten. Den alten Sattel verkaufen wir der.
6 Groschen, da bin ich jetzt aber auch reich. Da falsche ich jetzt mal gerade nicht, um 0,3 Groschen mehr rauszubekommen. Jawohl. Und schon geschafft. Ein Spielfortschritt hier, der träumt der Führer von. Und da würde ich sagen, dann reiht mir das doch mal ein. Also es sticht schon heraus. Wenn man drauf sitzt, ach so, es sitzt schon. Ich glaube, man kann den ganzen Tag galoppieren. Ich finde, es ändert sich überhaupt nichts bei der Ausdauer des Pferdes. Das kann ich den ganzen Tag machen. Es ändert sich echt einfach nicht. Wozu braucht man denn mehr als irgendwas 200 Ausdauer? Über die ganze Map reiten, bevor das müde ist. Nicht, dass ich was dagegen hätte, aber... Also Ausdauer ist nicht wirklich wichtig. Das geht auch mal schnell wieder zurück. Na gut, wenn es mal gehauen wird oder sowas, kann es sein, dass es eine Rolle spielt. So, ihr Bauern, staunet über den feinen Herren, der hier vorgeritten kommt. Ich wollte eigentlich der alten Birne nochmal helfen, aber anscheinend ist das nichts. Da kommt auch gleich die standesgemäße Musik. So, tut mir leid, alte Birne, ich wollte dir helfen. So, ja dann, ab nach Uschitze. Und wir können uns auch hier in Tallenberg mal melden für die Geschichte. Das machen wir eben mal noch. In der, ja, die alte Birne, vergiss es. Das mache ich auch nicht. Plündernde Kumanen mache ich. Rehfleisch. Da war doch eh Reh. Das kann ich eigentlich mal machen. Mächtiger Zerschwert, ein Freund in Not. Das da hinten. Und das. Ich habe 4 Quests ausgewählt. Bin eigentlich ganz zufrieden. Ein alter, der Burak ist aber schon mal fix, ne, mit den richtigen Sachen. Schon ganz schön geil. Ach, der Burak ist schon feiner. Muss man ja mal sagen. Achso, ich wollte nach Tallenberg, dann wäre der Weg doch richtig gewesen hier. Okay, Nordosten einfach. Hier so hin. Der Weg da gerade rein. Gucken, wie schnell wir in Tallenberg sind, Burak. Flieg! Selbst im Kante. Gucken, ob das... Dass der Kante den automatisch reitet den Weg. Der ist auch schon schnell. Das neue Pferd hat 1900 gekostet. Ne, ich habe 1000. Doch, genau, 1900 gekostet. Ja, genau. Ja, der Kante ist auch schon recht fix. Galopp ist noch besser. Ah, durch den Wald. Lass mir doch den Burak lieber. Streiche dir erst gerade. Wie geht es dir, Heinrich? Hi. Alles Gute, du sitzt mit auf dem Weg.
Was machst du da? Wilderst du etwa? Was redest du da? Ich hab das da bloß liegen sehen. Aber du, irgendwie siehst du verdächtig aus. Das ist so dämlich, jedes Mal. Ich hab nicht gewildert. Der Kadaver lag schon hier, als ich herkam. Ich weiß nicht, was ich dabei gedacht habe. Ich weiß nicht, was ich dabei gedacht habe, tatsächlich. Das ist so beknackt, weil das ist ja schon ernst gemeint vom Spiel, dass er sich beschuldigt. Das ist ja nicht nur so eine Ausrede. Man kann sich jetzt natürlich sagen, das ist eine Ausrede von dem Charakter, aber es ist ernst gemeint von dem Spiel. Man muss ihn auch überzeugen und er glaubt es dann. Aber er sitzt doch da, ich komme doch angeritten, während er schon über dem toten Reh sitzt. Und dann beschuldigt er mich. Das ist so dumm. Das ist so beknackt. Damit verteidige ich mich. Zurzeit kann man das Dorf nicht ohne Waffe verlassen. Das ist echt. Da hast du recht. Das sind unruhige Zeiten. Also gut. Ich denke, du bist doch nicht der Schuldige. Gut, dass du es einsiehst. No shit, Sherlock. Wir müssen die Sache aber jemandem melden. Leider können wir sonst nicht allzu viel tun. Na, geh mal lieber schnell melden. Schnell. Wenn der jetzt schnell melden geht, geben wir beim Alex mal das Fleisch ab. Oh, wir haben Rehfleisch. Was wollte der andere? Der andere wollte Wild, Inventar, Questlog, Köstlichkeiten. Ah, der wollte auch, genau. Andreas und der Alex aber auch, glaube ich, oder? Festmahl für die Bettler. Die wollten das beide. Das packen wir mal schnell in die Tasche hier. Und hoffen, dass das nachher noch gut ist. 100%. Ab in die Tasche. Ich meine, eigentlich sind wir so schnell. Na gut, bis Ratei ist ein bisschen. Aber hier unten, das machen wir eben nochmal. Ein bisschen nur nach. Nach Südwesten. Gehen wir aus dem Weg. Also, das. Ich finde die Idee ganz witzig von dem, was ich da überlegt habe, aber es funktioniert halt hinten und vorne nicht, wie der Dialog geführt wird. Das ist so beknackt. Willst du ein paar Münzen verdienen? Ich habe einen Plan. Naja, du hast einen Plan. Ganz einen tollen Plan hast du. Kann auch voll weit hüpfen mit Burak. Das ist ein schönes Tier. Oh, die gehen alle rein. Oh. Ich bin so ein feiner Herr. Da geht auch wirklich jetzt alle rein. Alle gehen rein, alle rein, alle in die Hütte. Das Fußballspiel beginnt in. Das fängt schon an. Gleiches Anpfiff. Drin die Leinwand läuft schon. Gleiches Anpfiff. Ich würde jetzt. Ich an eurer Stelle. Da ganz schnell rein. So, kurz im Inventar ein bisschen was rüberpacken. Das ist alles so schwer. Das zum Beispiel. So. Alle drin. Keiner guckt. Sieht gut aus. Hey, was zur Hölle? Du Strauchdieb! Stimmt überhaupt nicht. Ist nichts passiert. Wohin gehst du denn? Du hast der Birne noch Geld geschuldet. Ich habe auch nichts gemacht. Ich bin ein bisschen. Ja, renn nur, Opa! Und nächstes Mal bezahlst du deine Schulden! Der verpfeift mich doch bestimmt. Hey, Opa, warte mal kurz. Da müssen wir jetzt nochmal drüber reden. Der verpfeift mich aus völlig falschen Gründen. Der stellt ja das dann völlig falsch dar, als hätte ich hier das angefangen. Dabei ist ja offensichtlich. Komm mal her. Ja, genau du. So, mit dir müsste ich jetzt mal reden. Achso, jetzt können wir mal hinterhergehen oder so. Das ist, glaube ich, schon beruhigt.
Raus. Das war ein bisschen schwierig jetzt, weil man irgendwie so unterschiedlich schnell geht. Ja, nee, jetzt bleib mal stehen. Ich will doch mit dir eigentlich fliegen. Was zum Teufel tust du da? Gar nichts. Hallo. Halt deine langen Finger bei dir. Ja, ich habe überhaupt nichts gemacht. Jetzt bleib mal stehen. Hallo. Jetzt bleib mal stehen. Nein. Warum fängst du die Prügel an? Hallo. Jetzt bleib mal stehen. Jetzt bleib hier mal stehen. Hallo. Guck mal, meine ganze Farbe geht von meinem Handschuh ab. Wenn du jetzt nicht stehen bleibst... Jetzt komm mal her. Jetzt bleib halt mal stehen. Bewusst, ja. Also ich würde dir eigentlich ganz gerne... Weißt du, du erzählst nachher falsche Sachen über mich. Und dann heißt es wieder, ich hätte Sachen gemacht. Wenn du auch so einen Quatsch mit der Birne machst, ja? So, ja? So. Ich nehme auch nur die Sachen weg, die der Birne gehören. So. Wir hätten das auch, ich wollte das mit dir besprechen, ne? Ich wollte das mit dir besprechen. Was macht denn das, warum denn auch? Ach. Ich bin ein missverstandener Mensch. Ich wollte mit ihm reden, ja, dann wollte ich nur das von der Birne holen. Dann rennt er weg, dann erzählt er wieder falsche Sachen über mich. Ich kenne das doch, so nicht. So, eigentlich siehst du, ich bin ein Verteidiger der Schwachen und Armen. Ich weiß nicht, was das soll. Ich habe dein Geld. Obwohl es mich zugegebenermaßen nicht mit Stolz erfüllt, einen Kerl zu erleichtern, der auch nicht reicher aussieht als du. Tausend Dank. Hier, behalte die Hälfte. Ja, aber das lassen wir jetzt mal, diese Sachen, die alte Birne. Nee. Ja, das ist irgendwie alles, wie gesagt, das ist manchmal so ein Missverständnis. Also, das ist alles ganz anders geplant und gewollt. Das geht hier manchmal einfach alles so. Naja. Ich helfe den Leuten nur. Ich wollte hier Fleisch vorbeibringen. Ich habe Fleisch mitgebracht. Wie viele will er nur 10 haben? So, kann auch mehr geben. Wunderbar. Es geht nichts über frisches Wild. Hier, die Groschen hast du dir verdient. Wie steht's? Gibt es hier in der Gegend Probleme? Erinnere mich bloß nicht. Hätte sein können, dass irgendjemand, macht hier jemand Ärger? Dann könnte ich mich darum kümmern, ne? Benötigst du Fleisch? Mir ist das Wildschweinfleisch ausgegangen. Die Leute kommen von weit her für mein Wildschweingulasch. Es wird sich für dich lohnen, wenn du mir welches bringst. Na dann. Bier, wie üblich. Ich müsste mir eigentlich... Ich hole mir so ein Konservierungszeug. Das spart mir Zeit. Ich mag halt einfach Quests erfüllen. Das hat gar nichts mit dem Geld zu tun. Ich hole mir so einen Konservierungstrank und konserviere das blöde Rehfleisch. So.
Wo ist denn die gute Frau nochmal? Da unten. Kann ich auch fast zurück bis zur Stadt reiten, ja, aber auch nur fast. Mit dem Burak sind wir da in Windeseile. Tja, naja. Wir müssen jetzt ein bisschen vorsichtiger sein, mal. Es kommt hier leicht zu so Missverständnissen, wenn man hier den Leuten helfen möchte. Da müssen wir ein bisschen drauf achten, ne? Dass das nicht so zu häufig passiert. Ich glaube, ob es Salz ist. Ja, Salz ist ein bisschen was anderes. Dann wird es ja gepökelt. Das verändert ja auch tatsächlich das. Könnte ich auch braten. Das verändert ja dann das Fleisch richtig. Das andere ist ja so ein bisschen. Ne, keine Ahnung. Hallo. Und bleib mal kurz hier stehen, Burak. Nicht, dass wie letztes Mal. Hier habe ich mein geliebtes Pferd Pebbles verloren. Das war hier letztes Mal plötzlich weg. Und war nicht wieder aufzufinden. Deswegen schön stehen bleiben. Nicht, dass du dann auch weg bist. Also du bist das bestimmt nicht. Du bist ja ein tolles Pferd. Aber das Pebbles-Vieh war dann plötzlich weg. Hat mich im Stich gelassen hier an der Stelle, wo ich es gebraucht hätte. Ach, den Konservierungstrank muss man dann... Kam, das hat sie gar nicht. Ah, doch, hier. Alles her damit. So. Achso, ich muss natürlich auch noch bezahlen. Wäre auch nicht so schlecht. Nicht, dass wir zu einem Missverständnis kommt. Das wollen wir alle nicht. Besprechen wir den Preis. Ja. Einverstanden. Komm schon, ein bisschen mehr. Ja, das... Geht doch. Können wir mal fallen lassen, das ganze schlecht gewordene Hasenfleisch. Was da anscheinend noch in der Satteltasche war. Es ist auch nicht so schön, wenn ihr bis an zu stinken. Keiner will das. Achso. Wo ist denn das Sonstiges? Nahrung? Anwenden auf das Rehfleisch. Wie lange ist das Rehfleisch jetzt haltbar? Kannst du auf 50 anwenden. Haltbarkeit ein Tag. Ups. Ach, hat man es da wieder besser gemacht jetzt oder was? Haltbarkeit ein Tag. Und ich habe ein Stück Rehfleisch auf 100% zurückgemacht. Oh mein Gott. So funktioniert, ja, das ist für eine Einheit Rehfleisch und bringt das, macht das wieder frisch. Das stimmt, stand ja auch irgendwie so da. Länger frisch, hält Speisen länger frisch, ja. Aber es hat ein Rehfleisch, das mache ich jetzt noch 80 Mal, das lohnt sich ja toll. Das klappt ja hervorragend. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Klappt alles genauso, wie ich mir es vorgestellt habe. Hervorragend. So, alles ins Pferd. Was umladen mal. So. Okay, wo wollten wir eigentlich hin? Was hatten wir eigentlich mal vor Stunden vor? Uschütze war es, glaube ich, oder?
Das war's. In der Tat. Ah ne, Malmberg erstmal das nächste. Tallenberg, nicht Malmberg. Das war eigentlich das. Stimmt, da war ja was. Dann auf nach Tallenberg. Da werden wir dann beim Herrn Robert mal vorbeischauen. Das mit dem ganzen, mit dem Ding ins Kirchen machen hier. Neue Aufträge entgegennehmen. Und dann U-Schütze. Das geht ja ratzfatz. Wie viel Zeit habe ich jetzt damit verbracht mit dem Quatsch? Nee, Mira fragt, ob wir einen Poll. Ups! Schön beide Schienbeine gebrochen. Einen Poll machen wollen. Jetzt, was ansteht. Nee, das haben wir schon länger vor. Das mache ich jetzt schon mal eben. Rüber da! Na, fast. Burak, ich weiß ja nicht. So schwer ist das alles nicht. Geht doch. Nee, wir machen jetzt mal die paar Sachen, danach können wir ein bisschen gucken. Wir haben noch ein paar Schätze gefunden, ja. Jetzt können wir mal gleich bei den nächsten angehen, wenn ich oben bei U-Schütze bin. Neue Stufe Reiten erlernt, ja. Mal kurz gucken, wie wir hier genau durch den Wald. Wo bin ich denn jetzt? Ah, ich bin auch hier am Bach entlang einfach, okay. Hier nördlich und dann am Bach entlang, das geht auch. Der Burak hat einen Speed drauf. Das ist der Wahnsinn. Wupp. Ein bisschen vorsichtig sein hier. Obwohl bin ich nicht auf der falschen Seite. Das müsste auch gehen. Ah, hier lang? Nee. Da geht es ja direkt nach U-Schütze. Das will ich da überhaupt nicht. Falsch. Und hopp! Ja, das war nice, Burak. Gar nicht schlecht. Kommst doch nicht in die Wurst. Dann geht es, glaube ich, ja, noch ein bisschen Gas geben schon durch. Und da sind wir, das kennen wir vom letzten Mal. Wenn ich jetzt die Banditen nochmal treffen würde, dann wären sie dran. So, jetzt einfach nach Norden und an der Kreuzung dann nach Westen abbiegen. Und da kommen noch ein paar Sachen, unerforschte Orte. Tallenberg war ich lange nicht mehr. Ich freue mich direkt, wirklich nach Tallenberg zurückzukehren. Als wir letztes Mal weg sind, waren wir so ein kleiner Bauerssohn, Schmiedesohn, Bauernjunge. Und jetzt kommen wir auf hohem Ross mit Ritterrüstung und allem ganz schön gut zurück. Mal mit dem Herrn Robert reden, das mit den Kumaren checken. Ich kann hier die Hasenfälle abgeben mal. Das ist aber eine Quest, die ich schon lange mit mir rumschleppe. Und dann nach U-Schütze. Da kann ich lesen lernen, dann geht es mit der Hauptquest weiter. Also einiges zu tun. Wieder mal. Kurze Pause und dann geht es gleich weiter. Bis gleich.